Der vorletzte Spieltag. Schalke machte mobil. Über 20.000 Königsblaue begleiteten ihre Mannschaft zum Abstiegskandidaten nach Stuttgart. Nervosität, die vorherrschende Gemütslage auf beiden Seiten. Die Angst vor der eigenen Courage prägte das Spiel. Zwischen Bayern und Kaiserslautern stand es bis zur 90. Minute unentschieden. Und auch Schalke spielte auf Remis. Ein gefährliches Unterfangen. Die Schlussphase. Immer noch 0:0. Und Stuttgart jetzt mit mehr Risiko. Balakow abgeblockt. Dann die abgeblockt. Und jetzt kommt Balakow, 90. Minute. 1:0 Stuttgart. Doch nicht nur, dass die Schalker in der 90. Minute das 0:1 kassierten. Sekunden später erzielte auch noch Zickler das 2:1 gegen Kaiserslautern. So ist es, wenn zu hoch gesteckte Erwartungen umkippen, bis die letzte Klappe fällt. Die Kinnlade ist schon unten. Ja, dann haben die einfach Glück gehabt mit das letzte Tor. Das tut unglaublich weh natürlich. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Mannschaft auch ein bisschen ängstlich gespielt hat? Nein. Ja, wir haben nicht den unbedingten Willen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Hielten die Schalker vielleicht dem Druck nicht stand? Ja, Druck habe ich nur, wenn ich morgens zur Toilette muss, dann habe ich Druck.